Mo Roots ist umgezogen und Susan Horn hätte sich für ihre beliebte Live-Session kein schöneres neues Zuhause wünschen können. Ab jetzt gibt es jeden ersten Dienstag im Monat erstklassige Live-Musik auf der Wachenburg in Weinheim. Ihr seid das erste Mal in Weinheim. Wie gefällt es euch hier? Uns gefällt es total gut. Ich als Weinheimerin bin natürlich sehr glücklich, die Session hierher geholt zu haben. Ich bin lokal patriotisch unterwegs und es kann nichts Schöneres geben. Hier oben auf der Wachenburg, ganz Weinheim liegt uns zu Füßen. Es geht nicht besser. Wer steht heute auf der Bühne? Heute Abend natürlich die beste Drei-Mann-Kombo der Welt. Heute Abend bestehend aus David Anlauf am Schlagzeug, Ray Mahumane an der Gitarre und Sir Jason Wright am Keyboard. Mo Roots ist eine regelmäßige Veranstaltung hier bei Wachenburg Live, immer am ersten Dienstag eines jeden Monats spielen wir. Wir haben wechselnde Special Guests, auch öfter mal Gastmusiker, die spontan auf die Bühne kommen. Also es ist immer was geboten und es ist für jeden was dabei. Seit wann bist du bei Mo Roots dabei? Ich bin ein bisschen später dazugekommen. Ich habe, ich glaube, 2 Jahre bevor ich bei The Voice war. Das ist für uns so ein Klick-Datum, weil ich bei The Voice dann 2 oder 3 Jahre, glaube ich, ausgesetzt habe und dann bin ich wieder dazugekommen. Das ist so ein Baby, da will ich nicht fehlen. Was ist das Besondere an der Mo Roots Session? An der Mo Roots Session ist das Besondere, dass wir alle Spaß haben, jedes Mal. Wir haben richtig Spaß an der Musik, auch die ganzen Künstlerkollegen, die kommen, die haben richtig Bock, das zu machen und Spaß. Are you ready for the bass drum? Cause we got to get this world together. Gotta keep it moving. Auf was freust du dich heute Abend besonders? Heute? Ich freue mich auf eine tolle Location. Also wirklich außergewöhnlich, weil hier oben über dem Rhein-Neckar-Dreieck, es ist einfach ein großartiger Blick. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, ich glaube nicht. Und ich freue mich auf ein bisschen Rock'n'Roll auch. Was singst du? Ich singe ein Stück von Prince, weil ich den sehr, sehr liebe. Und ansonsten einfach so ein paar Songs, die die Leute kennen, an denen sie Spaß haben. Mo Roots, ich sag's mal, ich kenne
die Jungs und Mädels ja alle schon sehr, sehr lange und ich weiß, dass das alles ganz großartige Musiker sind und Musikerinnen. Und die Energie ist, glaube ich, das Entscheidende. Es ist einfach eine Mordsenergie, es macht einen großen Spaß auch und ja, das macht's aus. Wow, die Susan Horn macht das, sie ist meine beste Freundin und die Tochter von Susan ist mein Patenkind und wir kennen uns so lang, bis ich erstmal hier gekommen bin, so 96 in der Gegend und davor, wenn ich sie unterstützen kann, dann für mich, das ist das Beste überall. Jeder, der wissen möchte, wer als Special Guest auftritt, der geht bitte bei Facebook auf die More Roots Seite und findet dort alles, was er wissen muss. Apropos gute Musik, auf welches Lied freust du dich heute Abend besonders? Oh, das kann ich gar nicht sagen, aber es gibt zwei Songs, die ich singen werde, die ich jetzt singe, aus The Greatest Showman und ja, darauf freue ich mich. Wie zufrieden sind Sie mit der ersten Live-Veranstaltung hier auf der Wachenburg? Zufrieden ist, glaube ich, gar nicht der richtige Ausdruck. Ich bin überglücklich. Ich kann es nicht anders in Worte fassen als so. Das heißt, Sie haben Blut geleckt und wir werden mehr Live-Musik zu sehen bekommen in Zukunft? 17 Konzerte bis zum Jahresende. Wir werden ganz viel Blues und auch Gospel haben. Ich hoffe, Sie sind jedes Mal dabei und bringen Sie noch mehr mit. Die erste More Roots Session in Weinheim auf der Wachenburg war ein voller Erfolg. Ab jetzt gibt es jeden ersten Dienstag im Monat die beste Musik am höchsten Punkt von Weinheim. Das war eure Miriam Umhauer für Metropolregion TV.